So. Dann mache ich zwar die Landschaft hier in Arsch, aber das ist mir eigentlich mehr oder weniger egal. Irgendwann werde ich das irgendwie wieder zubauen mit, ups, mit Erde. So. Mission Sand beschaffen. Geglückt. Jetzt müssen wir noch Mission Eichenholz sammeln. Erfolgreich abschließen. Und da ist unser Haus. Hört, mäht mal leiser, bitte. Und wir brauchen eine neue Axt. Nochmal eine Eiche. So, wenn ich das nächste Holz haue, dann geht die Axt dann kaputt. Bitten. Jetzt noch eine Eiche hauen. Da soll es das aber auch sein. Ah, ich wollte gerade sagen, sie hält noch erstaunlich lange durch. Jetzt machen wir halt einfach mit unserer Karatefaust weiter. Peng, 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 peng. Ja, unsere Hand ist härter als Holz. Wir sind halt eben nicht aus Holz geschnitzt. So, gib mir Holz. Jetzt bauen wir hier weiter. Ich sollte noch Glas reinmachen. Weil ich werde hier absolut kein Holz reinmachen. Ich werde hier alles voller Glas reinhauen. Wir brauchen eine Axt. Genau, ich überlege sogar, das hier auch noch rauszuhauen, damit wir wirklich alles aus Glas haben. Ich habe alles zu, ja, nicht damit ich hier runterfalle. Oder dass ich hier noch runterfalle, so ist richtiges Deutsch. Das werde ich machen, ich werde hier alles Glas, alles Holz, die unterste Schicht nochmal rauskloppen. Und dann alles wirklich Glas machen. Und wunderschöne Minecraft-Musik setzt ein. Ach, ist das nicht herrlich? Ach, da hat einer noch gefehlt. Auf zu boppen. Gut, dann machen wir hier noch das hier bis zur Dachetage hoch. Dann müssen wir auch noch so einen Dschungelbaum abholzen. Mir mal ein bisschen ein Steak. Das machen wir jetzt auch. So. Nicht den eigenen Baum abholzen. Wir nehmen den hier. Werden wir hier jetzt das Holz abtragen, damit unser Haus fertig schmücken und den Rest irgendwie anders verwenden. Wahrscheinlich für Zaun. Oh,
Alter, wie lange überlebt der? Stirb, du dummes Vieh. Stirb. Noch ein Zombie, Alter. Es ist Abend. Wieso leben die Viecher hier noch? Ist hier irgendwo ein Mob-Spawner? Weil die Sonne geht schon wieder unter und die Viecher leben noch. Hm. Strange. Naja, wurscht. Wir haben sie ja jetzt gekillt. Jetzt ärgern sie uns nicht mehr. Ja, ganz toll. Da muss ich das Dach auch noch mit Fackeln ausleuchten, sonst spawnt hier oben noch Zeugs. Ich bin ganz schlauer. So, hier eine Fackel. Hier eine Fackel. Da eine Fackel. Da auch noch eine Fackel. Und hier außen auch noch jeweils. Einfach damit wir das Haus auch von der Ferne sehen. Da unten ist jetzt echt gerade ein Viech krepiert. Yay. So. Das da rein. Ich brauche eine Truhe. Ja, jetzt können wir hier halt keinen Keller machen. Keinen Lagerkeller. Müssen wir einen kleinen Lagerraum machen. Werden wir aber alles später machen. Da alles rein. Das, das, das. Das, das. Aber alles nicht. Wir machen uns noch kurz einen Helm. Damit unser Kopf wenigstens ein bisschen geschützt ist. Ich weiß, eigentlich heißen hier nur kluge Köpfe schützen sich. Ich zähle nicht dazu, aber hey. Ich werde erstmal schlafen. Danach haue ich das untere... Ah, okay. Wollte schon sagen. Jetzt habe ich das hier alles raus. Und dann werden wir da das Glas hauen, reinhauen. Und ich hoffe, mich snipert nicht hier so ein Skelett weg. Das wird hier eine richtig geile Farm. Da hinten haben wir so einen richtig schönen Berg, richtig großen Berg. Den müssen wir auch nochmal erkunden. Deck reicht nicht mal für einmal rundherum. Alter, du dummes Minecraft-Ding. Ich hab doch aufs Glas geklickt. Glas.
Noch mehr Glas. Fail. Gut. Okidoki. Ja. Übrigens, ihr könnt mir auch gerne mal noch in die Kommentare schreiben, wegen Musik. Ist das Ganze ist hier noch ein bisschen stumm. Schreibt mir doch, falls ihr irgendwen kennt oder so, der Musik macht, schreibt es mir doch bitte mal in die Kommentare. Also vor allem copyright-freie Musik, dass Linkin Park Musik macht und dass John Newman Musik macht, weiß ich auch. Aber einfach halt copyright-freie Musik, die ich hier unter dem Video benutzen darf, weil ja. Will keinen Stress mit irgendwelchen Verlägen. Wäre halt wirklich toll, weil hier ist halt schon ein bisschen stumm. Muss ich halt hier die ganze Zeit reden. Wenn ich das nicht tue, dann ist es ein bisschen langweilig. Ja, schreibt es mir doch bitte mal in die Kommentare, falls ihr einen Kumpel habt oder so, der Musik macht. Ich verlinke ihn auch gerne, so ist es nicht. Demher habt ihr nichts zu verlieren. So, also auf jeden Fall werden wir dann bald mal die ganzen Pilze hier killen. Sehe ich das richtig, dass da hinten so eine Höhle ist? Da hinten der Baum, der Berg, Alter, das sieht so awesome aus. Ich habe noch eine Idee, was wir machen, was wir bauen können. 1, 2, 3, 4. Ja, toll. Tolle Wurst. Bam, bam, bam. So, keine Viecher. Sehr gut. Wir werden hier nämlich so eine Ausgucksterrasse machen. Habe ich mir jetzt gerade so spontan überlegt, währenddem das Glas brennt. Können wir eh nichts machen. Machen wir einfach mal so eine Ausgucksterrasse. Ich habe so das leise Gefühl, dass der Zaun hier nirgendwo hinreicht. Ja. Müssen wir halt noch mehr machen. So. Voilà, haben wir wieder 42. Wir brauchen sowieso Zaun ohne Ende für unsere Farm dann nachher. Gut, dann können wir hier noch eine Fackel draufsetzen. Hier nochmal eine Fackel. Hier nochmal. Und hier vor allem. Dann würde ich hier eigentlich noch gern so einen Baum wachsen lassen, so einen riesigen Dschungelbaum. Schwarzeichensetzling. Ich brauche 4 davon. Also jetzt noch 3. Dann kann ich direkt auch Holz hacken gehen. Ich würde sagen, welchen Baum nehmen wir? Wir nehmen den hier. Es fängt wieder an zu laggen. Yay. Wie ich kotzen könnte, einfach nur. Neuer PC, denkst du dir, ja, cool. Nie wieder lags und so. Dann denkt sich Minecraft, nö. Battlefield 4 läuft zwar auf Ultra, aber Minecraft, ne.
Hier gibt's Lags. Aber nur zum Kotzen. Ja, ich habe mir jetzt nämlich vorgestern, habe ich mir Battlefield 4 geholt und einfach mal kurz die Story durchgesuchtet. Die Story ist ja echt nicht lang, aber ich finde es echt ein tolles Spiel, von der Grafik her vor allem. Gib mir einen Setzling. Gib mir drei Setzlinge. Hauen wir halt den nebenan auch noch zu Hackfleisch. Ich hoffe, die zwei droppen ein paar Setzlinge. Wäre sonst ein bisschen dumm. So, komm schon, gib mir Setzlinge. Hab ich Knochenmehl? Weil, wenn man vier neben... Ich hoffe, das ist noch so. Wenn man vier nebeneinander stellt und Knochenmehl benutzt, dann ist es instant ein Baum. Ich brauche keine Äpfel, verdammt. Ich hab sogar Setzlinge, ich Depp. Naja. Holz schadet nie. Da wir sowieso Unmengen brauchen für unseren Zaun, können wir uns später dann direkt Arbeit sparen. So. Das reicht erstmal. Alter, wie das... Alter, das sieht so geil aus, finde ich. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber das Haus sieht wirklich geil aus. Muss ich echt sagen. Hab ich... Ich habe keine Erde. Ich brauche vier Erde. 1, 2, 3, 4. Die kommen da wieder hin, keine Sorge. So, dann gib mir die Erde. Eichensetzlinge. Jetzt habe ich unten Knochen. Nein, natürlich nicht. Dann müssen wir morgen auf Skelettejagd gehen. Aber in der Zeit kann das Zeug da oben schön wachsen. Das Holz brauche ich nicht. Aber das da brauche ich. Ich hoffe, das reicht. Ich vermute zwar nicht, aber... Die Hoffnung stirbt zuletzt, wa? So. Zacki, 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 zacki. So, immer noch nicht fertig, aber... Das ging ja schnell. Das ging verdammt schnell. Alter. Und jetzt haben wir das Problem mit dem Seitwärtsstellen der... Ja, Dingens. Ah, Kack drauf. Des Holzes. Ich weiß, ich fliege hier gleich runter. Das ist mein Ziel. Ich hab das Holz hier reingetan. Bin echt der schlauste Mensch, den es gibt.
Hier muss ich, glaube ich, noch frei machen. Genau. So, haben wir das hier nochmal zu Klump. Unser Haus ist beinahe fertig. Da oben ist ein Zombie, da unten ist ein Zombie, wo sind Skelette? Aber wobei, ich brauche das Bone Meal ja gar nicht mehr. Das sind ultra wachsende Bäume. Da drehst dich einmal um und zack, steht ein Baum vor dir. Alles rausnehmen. Gib mir Holz. So. Tun wir hier das ganze Zeugs hier rein, sagt. Nein, Steak nicht. Äpfel auch nicht. Das. Ja, dann müssen wir hier wieder ordnen. Und ich brauche Werkzeug. So, dann machen wir hier mal erst zwei Äxte. Und eine zweite Spitzhacke. So, dann hauen wir uns noch ein Steak rein. Und schlafen eine Runde. Und dann würde ich sagen, war es das auch von dieser Aufnahme von Let's Play Minecraft. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Das nächste Mal geht's hier hoffentlich wieder weiter, außer Fraps denkt sich wieder mal nö. Ja, das ist mal der Plan. In dem Sinne wünsche ich euch also erstmal danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Noch einen schönen Tag und ja. Euer Mr. Swisszocker, over and out. Tschüss.